Thank you.
Thank you.
Wer diese vielen Dinge verbindlich für uns auf Papier bringt und sagt, Mitte des Jahres haben wir Lösungen und die können wir heute den Bauern präsentieren und solange lassen wir den Bauern den Agrardiesel, damit sie ihre Arbeit machen können. Das ist mein Das ist die Botschaft und das wäre eigentlich auch die Botschaft, die heute Politik an Bauer gesendet werden könnte. Wir brauchen Verbindlichkeit und wir brauchen natürlich auch einen Horizont, der nicht aussieht. Wir machen es nächstes Jahr oder wir machen es übernächstes Jahr oder wir machen es in 5 Jahren. Wir brauchen wirklich mal ehrliche Worte. Wo können wir anpacken? Es steht im Raum, steuerliche Erleichterungen stehen im Raum. Es stehen im Raum Bürokratieabbau. Okay, bei Bürokratieabbau, da steht heutzutage keiner mehr so richtig auf, weil er nicht dran glaubt. Es steht im Raum, europäische Standards auch für unsere Landwirtschaft anwendbar zu machen. Und Herr Kühnert, Sie haben jetzt die ganz, ganz große Chance, wirklich abzuräumen. Abzuräumen bei den Grünen, abzuräumen bei der FDP. Können Sie jetzt sagen, wann setzen Sie sich mit den Bauern an einen Tisch? Wann kriegen Sie in dieser Koalition denn eine Meinung hin? Und wann gibt es endlich Themen, die wir mit den Bauern besprechen können und endlich angehen können? Herr Kühnert, vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, danke, dass ich die Möglichkeit habe, kurz zu sprechen. Schön, dass Sie hier sind, bei uns am Willy-Brandt-Haus. Sie brauchen sich nicht bei uns bedanken, dass Sie hier demonstrieren dürfen. Sie nehmen Ihr gutes Recht wahr, zu demonstrieren in diesem Land. Und insofern haben wir das nicht zu genehmigen, sondern Sie machen das einfach. Und ich finde, es gebührt der Respekt, dass man jetzt auch miteinander spricht, dass hier auch jemand rauskommt und sich auch persönlich stellt. Das gehört mit dazu. Ich kann sagen, in den letzten 2 Monaten, seit diese Diskussion aus Gründen so groß geworden ist, ist viel gesprochen worden, was man hätte vorher sprechen sollen. Und das kreide ich auch uns an. Das muss man auch ganz deutlich sagen. Die Botschaft ist angekommen und sie ist auch richtig. Man kann nicht auf so ein Verfassungsgerichtsurteil wie aus dem November reagieren, indem man sich mehrere Wochen einschließt, ausbaldowert, was man macht, aber nicht mit den Betroffenen vorher darüber spricht, die am Ende auch die Rechnung präsentiert bekommen. Das macht es jetzt nicht wieder weg, das ist mir klar, aber dieses ehrliche Wort möchte ich loswerden. Das war kein guter Stil und das halten wir auch nicht für gutes Regieren, so wie es gelaufen ist. Das möchte ich Ihnen deutlich sagen. Das sollte ich nicht wiederholen. Jetzt haben Sie konkret gefragt, wie geht's weiter? Vor 2 Wochen haben sich die Fraktionen der Ampelkoalition, SPD, Grüne und FDP, im Deutschen Bundestag mit, ich glaube, einem Dutzend Verbänden aus der Landwirtschaft zusammengesetzt, mit dem Bauernverband, mit der bäuerlichen Landwirtschaft, mit den Landfrauen und anderen mehr, um das nachzuholen, was man ja früher hätte machen müssen. Denn aus den Gesprächen ist klar geworden, die ich jetzt auch bei vielen Terminen mit Kolleginnen und Kollegen, mit anderen Landwirten geführt habe, dass sich da was aufgebaut hat, über viele Jahre hinweg. Probleme, die weit über den Agrardiesel hinausgehen. Die Marktmacht der großen Supermarktketten beispielsweise, die Frage der Bodenpreise beim Kauf und bei der Pacht ist immer wieder genannt worden, die Wettbewerbsbedingungen in Europa und einiges andere mehr. Wir haben vor 2 Wochen im Deutschen Bundestag deswegen einen sogenannten Entschließungsantrag verabschiedet. Der macht noch keine Politik, das ist klar. Der stellt 7 Fragen zu genau diesen eben genannten Themen. Und ich habe vorhin noch mal telefoniert mit unserem Chefexperten in der Bundestagsfraktion, Matthias Mirsch, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende für den Bereich, um ihn zu fragen, Matthias, wie geht es jetzt genau weiter? Er hat mir nochmal versichert, jetzt im Februar, nächsten Monat, gehen die Gespräche mit diesen 12 Verbänden weiter, über diese 7 Fragen. Dann findet eine Anhörung statt, wo die Verbände sagen sollen, was erwarten wir in diesen 7 Bereichen konkret? Wie sollen die Bodenpreise gedämpft werden? Wie kann beim Kartellrecht Einhalt geboten werden, dass sie alle dem ausgeliefert sind, was die Supermarktketten und andere machen? Und dann soll das politische Verfahren so sein, dass bis zur Sommerpause, vor der Sommerpause, zur Jahresmitte, so wie Sie es angesprochen haben, ein konkretes Gesetzespaket verabschiedet wird. Was ich heute nicht tun kann, und das gehört zur Ehrlichkeit dazu, ist hier ein Versprechen abzugeben, was genau da drin stehen wird. Nicht, weil ich nicht den Mut hätte, irgendwas auszusprechen, sondern weil wir in einer Demokratie sind, in der wir Mehrheiten in Parlamenten brauchen.
Und egal, ob es die Ampel ist oder eine andere Koalition, keine Partei hat alleine eine Mehrheit. Wir müssen untereinander und im Rahmen dessen, was der Haushalt hergibt, zu Lösungen kommen. Und ich sage das mal ganz offen, das müssen zum Teil auch die Verbände noch untereinander. Denn wenn zu Recht darauf hingewiesen wird, dass Borchert-Kommission und andere schon Vorschläge in den letzten Jahren erarbeitet haben, dann steht da zum Beispiel zum Thema Tierwohlabgabe, dann stehen da unterschiedliche Vorschläge drin. Da ist sowohl ein Tierwohlcent als auch der Vorschlag mit der Erhöhung einer Mehrwertsteuer drin. Sag mal ganz vorsichtig, ich glaube, da ist auch noch Diskussionsbedarf drin. Eine letzte Bitte möchte ich mitgeben. Das alles ist entstanden maßgeblich aus diesem Verfassungsgerichtsurteil im November, was uns ein 20 Milliarden Loch für dieses Jahr in den Haushalt gerissen hat. Und dieses Loch wird in den nächsten Jahren größer werden. Das soll nicht Ihr Problem sein, sondern unser Problem. Aber die Tatsache ist, die Investitionsaufgaben in unserer Gesellschaft, glauben Sie mir das, sind größer als das, was unsere finanziellen Handlungsspielräume im Moment hergeben. Wenn ich zusammennehme, Schieneninfrastruktur, Straßen, Stallumbauten, Hochwasserschutz und Katastrophenschutz, Digitalisierung, Bildungssystem und anderes mehr. Wenn wir nicht die Investitionsmöglichkeiten des Staates... Nennen Sie Ihre hausgemachten Themen! Sage ich direkt was dazu. Wenn ich darf, sage ich direkt was dazu. Ja. Wenn wir nicht die Investitionsmöglichkeiten des Staates erweitern, werden wir nicht all diese Aufgaben hinbekommen. Ein Staat muss, so wie jeder Private, jeder Häuslebauer und jeder Selbstständige, Zukunftsinvestitionen tätigen können. Das sind auch keine Schulden an der nächsten Generation, sondern das ist eine Investition in die Zukunft. Das können wir im Moment nicht ausreichend tun. Und lassen Sie sich bitte nicht von Leuten hinter die Fichte führen, die vorgeben, an Ihrer Seite zu stehen, aber eigentlich Herr Kühner, wir brauchen den Strom, wir brauchen die anderen Dinge. Wir haben niemanden, der sich vor uns stellt. Verstehen Sie, Sie tun so, als ob wir unwürdige Bürger sind. Als wenn hier irgendein Rechtsanwalt sich hinstellt und irgendetwas sagt. Das tut er nicht. Ich habe dahingehend gesagt. Ich merke, es ist eine Menge gut bei Ihnen drin. Das ist auch völlig in Ordnung. Nein, wir werden entmündigt gerade von Ihnen. Hören Sie auf, uns zu entmündigen. Ich entmündige Sie überhaupt nicht. Wir führen hier ein Gespräch miteinander. Ich bin gebeten worden, hier zu sprechen und das tue ich. Ich wollte sagen, weil mir hier zugerufen wurde, Radwege in Peru. Viele hier werden das zugeschickt bekommen haben über die ein oder andere Chatgruppe in den letzten Tagen und Wochen. Das ist ein gutes Beispiel, um zu zeigen, was gerade passiert. Da ist im Umlauf für die deutschen Bauern ist nichts da, aber die Bundesregierung gibt Geld nach Peru, um damit dort Radwege zu fördern oder irgendwelche Feminismus-Seminare für Uiguren in China. Ich habe mich genau danach kundig gemacht, um da auch genau eine präzise Antwort drauf geben zu können. Die Deutsche Investitionsbank, die Kreditanstalt für Wiederaufbau, hat in Peru einen Kredit gegeben, so wie anderen auch Kredite gegeben werden und die werden, wie sich das gehört, mit Zinsen zurückgezahlt. Kein einziger Cent deutschen Steuergeldes wird für einen Radweg in Peru ausgegeben. Ich sage das nicht, weil das heute hier das Thema wäre, sondern weil ich zeigen möchte, es sind Leute unterwegs, die führen nichts Gutes im Schilde, sondern die wollen einfach nur alle gegeneinander ausspielen. Machen Sie Ihren Punkt. Kritisieren Sie uns, seien Sie laut, sind Sie auf der Straße. Ist alles in Ordnung. Aber bitte lassen Sie uns auf der sachlichen, ordentlichen Grundlage miteinander diskutieren und lassen Sie uns diejenigen aus der Debatte ausblenden, denen es weder um die Landwirtschaft noch um die Zukunft des Landes geht, sondern einfach nur darum, Krawall und Remi-Demi zu machen. Das ist wo sehen Sie diese in Leute? Sinne freue ich mich auf die nächsten Gespräche mit den Verbänden, auch wenn ich Ihnen heute nicht die Antwort hier geben kann, die Sie sich erhoffen. Das ist mir klar, mir war es wichtig, mich trotzdem zu stellen. Und wir freuen uns auf die nächsten Wahlen. Also, okay, wir haben die Worte gerade, und damit wir auch nicht ganz mit leeren Händen herkommen, haben wir uns natürlich Gedanken gemacht. Und wie wir den Prozess auch beschleunigen können, weil vieles ist ja schon beregnet worden, aber es ist nicht zu Ende geworden. Das ist immer ein großer Unterschied. Deswegen haben wir aufgeschrieben, bevor man wirklich immer auch an Kürzungsgedanken über Nacht vor Weihnachten rankommt, sollte man doch überlegen, kann man nicht nationale Regelung wieder auf europäisches Recht zurückschrauben. Wir haben viele Bereiche, da ist Deutschland einen Weg gegangen, über das europäische Recht hinaus zu gehen. Gerade in der Landwirtschaft. Das wäre ein Grundsatz auch von zukünftigen Gesprächen. Wir haben eine überbordete Bürokratie. Wir haben eine überbordete Verwaltung. Sollte man nicht daran gehen, wirklich auch den Weg über einen Sonderausschuss im Bundestag zu gehen, der sich nur mit Fragen, weil das ministerienübergreifend ist, der sich nur mit Fragen der Bürokratieabbau beschäftigt. Wir haben lange diskutiert über eine Gewinnglättung oder über eine Risikorücklage.
um die Berg- und Talfahrt in der Landwirtschaft etwas abzufangen. Nicht neu, das wird seit Jahrzehnten diskutiert. Und wann wird endlich europäisches Recht in den Agrarorganisationen und Lieferketten angegangen? Keine neuen Themen. Also bitte wirklich erstmal liefern und dann kürzen. Das wäre ein Weg, da würden Sie die Bauern wieder auf Ihre Seite bekommen und auch wirklich hinter einer vernünftigen Agrarpolitik bekommen. Und nochmal ein Wort. Ein Wort. Ein Wort zur Demokratie. Ein Wort zur Demokratie. Hier stehen friedlich protestierende, manchmal laut sprechende, weil sie kein Mikrofon haben, sprechende Bürger. Wir leben nicht in einer Demokratie, wir sind Demokratie. Und jeder Einzelne, der hier steht, lebt Demokratie. Deswegen braucht man uns auch nicht ständig darauf hinweisen, weil hier wird Demokratie gelebt, weil sonst wären wir nicht hier und sonst müssten wir nicht mit unseren Traktoren hier nach Berlin kommen, weil auch das zu einer Demokratie gehört. Und deswegen will ich mich an der Stelle, weil ich weiß, Sie haben es sehr eilig, Sie müssen los zum nächsten Termin, will ich mich bei all denen bedanken, die hergekommen sind und die sich einen Termin aufgeschrieben haben. Das ist nämlich der 30.06., das ist nämlich Mitte des Jahres. Da wollen wir mal konkret werden und nicht 25 oder 26, 30.06., 24 ist der Termin für uns, um Ihre Worte in Taten umzumünzen. Und das sollte nicht nur eine Aufgabe sein für die SPD, sondern auch natürlich für die Regierungspartner in der FDP und Grünen. Das sollten wir vielleicht nochmal konkret aufschreiben, damit es jeder lesen kann und abrechnen kann. Und abgerechnet wird zum Schluss. Und geben Sie uns das Vertrauen, dass man den Worten Taten folgt. Das muss dann noch erfolgen. Das muss dann auch klar gemacht werden und das muss auch schnell klar gemacht werden. Und dann können wir nämlich das machen, was wir eigentlich am liebsten machen. Nicht mit dem Trecker auf der Straße fahren, sondern steuerfrei auf dem Acker. Das wäre das Beste und da gehören wir eigentlich hin. Vielen Dank. Und da das ja hier unsere letzte Station ist, will ich natürlich unser Papier übergeben. Das ist nicht vollumfänglich, enthält Anregungen, ein bisschen was für die Pinnwand, auch immer wieder gut. Und ich will eines nicht vergessen, weil wir sind heute aus drei Himmelsrichtungen hier nach Berlin gekommen. Und wir sind begleitet worden und auch super begleitet worden. Und die Damen und Herren von der Polizei will ich mir heute sagen, vielen Dank an euch. Ihr habt einen tollen Job gemacht. Ihr müsst immer vieles aushalten, aber heute habt ihr wirklich mal was Gutes gemacht. Vielen Dank an euch. Und auch ein Dankeschön an denjenigen, die uns begleitet haben, die hier etwas gesponsert haben. Vielen Dank dafür. Und ich glaube, heute haben wir gezeigt, dass wir zusammenstehen als Berufsstand, dass wir eine klare Linie haben. Und wenn man uns kopieren will,